Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge geht es mal wieder um eine Zuschauerfrage. Und zwar eine fast der schwierigsten Fragen, nämlich die, wie kann ich denn einen guten Koi-Händler und Teichbauer von einem schlechten unterscheiden? Und das ist natürlich gerade jetzt Anfang April wieder das Thema schlechthin für alle, die ihren Teich umbauen lassen wollen oder die sich einen neuen Teich bauen lassen wollen. Da stellt sich immer wieder die Frage, ja, wie erkenne ich denn jetzt, ob ich da zu einem Teichbauer gehe und der hat Ahnung von dem, was er tut, oder ich gehe zu einem und der hat keine Ahnung. So, und da muss ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwierig und ist sicherlich nicht so ganz einfach und so ganz ja, objektiv auch zu beantworten. Deswegen will ich euch einfach nur meine Erfahrungen dazu sagen. Und die aller wichtigste Erkenntnis ist meiner Meinung nach, dass schöne Bilder auf Internetseiten oder in Katalogen von irgendwelchen Teichen sicherlich kein Indiz dafür sind, ob jemand sein Handwerk, nämlich den Koi-Teichbau, versteht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Eine Anlage, die optisch schön aussieht, die habe ich immer ganz schnell gebaut. Aber was dann unten drin ist, was an Technik ist, was an, ich sage jetzt mal, Betriebskosten entsteht, was an Arbeitsaufwand entsteht oder was auch an toten Fischen entsteht durch mangelnde Teichhygiene, das sehe ich anhand solcher Bilder überhaupt nicht. Deswegen sagt eben so eine Referenzliste, wo durchgeführte Projekte sind, meiner Meinung nach überhaupt nichts über die Qualität eines Teichbauers aus. Gleichfalls, oder ich würde als Indiz schon mal nehmen, dass ich zu solchen Leuten, die dann Kunde dieses Teichbauers sind, hingehe, wenn der Teichbauer nicht dabei ist, und zwar zu solchen, die ihren Teich mindestens 2 bis 3 Jahre haben, und dann mal so ein bisschen einfach hinterfrage, ja, wie oft habt ihr denn kranke Fische, wie viel Arbeit müsst ihr denn in den Teich investieren, was habt ihr für Stromkosten? Und aus diesem, ich sage jetzt mal, Wust an Informationen, die man dann bekommt, dann kann man vielleicht dann auch mit meiner Unterstützung so ein bisschen sich ein Bild davon machen, ob der Teichbauer sein Handwerk wirklich versteht. Denn letztlich, wenn der Teichbauer keine Ahnung davon hat, was heute gute fachliche Praxis des Koi-Teichbaus ist, ihr als Kunden oder du als Kunde hast es wahrscheinlich noch viel weniger, denn es ist ja nicht deine Hauptbeschäftigung, sondern du hast irgendeinen Beruf, möchtest jetzt einen Koi-Teich haben und bist eben nicht der Fachmann, der selber beurteilen kann, ob dann der Teichbauer weiß, wovon er redet. Und das ist halt das große Problem oder der große Schwachpunkt. Deswegen noch so ein paar Anhaltspunkte. Ein Anhaltspunkt ist für mich zum Beispiel, wenn ich auf so eine Homepage von so einem Teichbauer gehe, was hat er für Produkte, was bietet er für Produkte an? Ich habe es an anderen Stellen schon ganz oft gesagt, es gibt nicht die eine Art, einen Teich zu bauen, sondern du als Kunde hast irgendwelche Bedürfnisse. Das heißt, du möchtest zum Beispiel jetzt einen Low-Cost-Teich haben, der aber trotzdem funktioniert. Also spricht auch nichts dagegen, da einen Vortex einzubauen, meinetwegen noch eine Mattenkammer oder eine Bürstenkammer, und dann ist gut. Das heißt, du hast dann einen Teich, der spricht nicht dem aktuellen Stand der Technik, aber der funktioniert auch. Der macht halt nur mehr Arbeit. So, hat aber der Koi-Teichbauer zum Beispiel nur Filter eines einzigen Herstellers, dann liegt für mich schon mal der Verdacht nach, dass er gar keine eigene Ahnung hat, sondern dass er sich über die Kompetenz dieses Filterherstellers praktisch profilieren will, respektive vielleicht auch ein Maximum an Geld verdienen will. Dann der nächste Punkt ist, meiner Meinung nach sollte heute ein Teichbauer sowohl Trommelfilter als auch Fließfilter als auch eben herkömmliche alte Filtertechnik im Programm haben, damit er eben für jede Range, für jeden Anspruch eines Kunden was bieten kann. Wobei sich aus meiner Sicht ein Fließfilter immer so lange verbietet, wie es mit dem Trommelfilter geht, weil der Fließfilter hat einen großen Vorteil für den Teichbauer, er kann regelmäßig Fließ verkaufen. Er hat einen großen Nachteil für den Teichbesitzer, er muss das Fließ regelmäßig kaufen. Und es hat noch einen weiteren großen Nachteil, dass man eben immer genau darauf achten muss, wann ist die Fließrolle leer. Und immer dann, wo es irgendwo geht, würde ich einen Trommelfilter einbauen oder einen Endlosbandfilter, damit ich einfach kein Verbrauchsmaterial habe, denn Verbrauchsmaterial kostet unnötig Geld. Wenn also ein Teichbauer nur mit Fließfiltern arbeitet, dann würde ich zumindest schon mal einen kleinen Bogen um diesen Teichbauer machen. Dann geht es weiter.
Zum Beispiel könnte ja ein Teichbauer auch mal sich so ein bisschen weitergebildet haben, also könnte er auch mal seine Weiterbildungsmaßnahmen dokumentieren und damit eben auch erklären, hier Kunde, ich sorge regelmäßig dafür, dass ich neue Informationen bekomme und damit ist jetzt nicht gemeint, irgendeine Produktschulung von irgendeinem großen Hersteller von Pumpen oder Filtertechnik, sondern ich meine jetzt tatsächlich eine fachliche Schulung, in der der Teichbauer mal was über die Zusammenhänge lernt, von Fischmenge und Wasserbelastung oder von Strömungsverhältnissen, die im Teich sein sollten oder von dem, was in so einem biologischen Filter passiert und nicht immer nur nachplappern, was in irgendwelcher einschlägigen Keuliteratur da gerade propagiert wird. Das sind so Punkte, woran man sicherlich einen Koi-Händler erkennen kann. Und ein weiterer Punkt, der nicht unwesentlich ist, ist zum Beispiel, welche Messtechnik hat denn ein guter Koi-Teichbauer? Weil der hat natürlich oder sollte ja eigentlich schon länger im Geschäft sein und damit auch einen gewissen Bestand an Kunden haben, die er regelmäßig betreut. Und das kann ich natürlich nur dann vernünftig tun, wenn ich auch Wasserparameter vernünftig überprüfen kann. Und da sollte zumindest ein guter Koi-Teichbauer, genauso wie ein guter Koi-Händler, sollte über ein vernünftiges Photometer verfügen, mit dem er eben Wasserparameter gut messen kann. Wenn schon der Teichbauer oder der Koi-Händler nur diese Messstäbchen zum Eintauchen hat, dann würde ich da auch mal ganz, ganz vorsichtig sein und ein paar Achtungszeichen machen, weil mit diesen Stäbchen kann man so ein bisschen eine Tendenz überprüfen, da kann ich aber nicht wirklich gute Wasserwerte mit ermitteln. Also würde ich sagen, ist das schon ein Indiz dafür, dass dieser Teichbauer, Koi-Händler lieber Geld verdient, als auch mal Geld in vernünftige Messtechnik zu investieren, um seine Kunden und sich selber wirklich weiterzubringen. So, und das sind eben alles so Punkte, aus denen sich ein Gesamtbild ergibt. Und deswegen ist es halt eben nicht so einfach zu sagen, hier handelt es sich um einen guten Teichbauer, selbst wenn er schon hunderte Teiche gebaut hat. Wenn der immer ahnungslose Kunden hat, dann hat er hunderte beschissene Teiche gebaut, aber nicht unbedingt gute Teiche. So, und auch nochmal ein ganz anderes Thema. Natürlich auch gibt es mittlerweile Koi-Händler und Koi-Teichbauer, die wirklich gut in Social Media sind. Aber alleine da eine gewisse Prominenz zu haben oder zu meinen, man müsste zu jedem irgendeinen Kommentar abzugeben, zeugt ja nicht einfach von Kompetenz, sondern vielleicht auch mehr von Profilneurose. Insofern wäre ich auch da sehr vorsichtig, nicht weil einer bekannt ist, ist er gut, sondern es gibt halt da viele andere Kriterien. Und deswegen Augen auf bei der Auswahl, denn letztlich seid ihr als Kunden, bist du als Kunde immer der, der letztlich die Zeche zahlt. Naja, und ich kann es als Sachverständiger immer nur wiederholen. Ich komme ja immer dann zum Einsatz oder werde dann beauftragt, wenn das Geld verballert ist. Das heißt, wenn da ein Teich gebaut wurde für viel Geld und das ist meistens, ist ein schlecht gebauter Teich nun mal genauso teuer wie ein gut gebauter Teich. Und ich komme immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn das Geld zumindest schon mal verbaut wurde und es ist halt viel, viel teurer, eine beschissene Anlage wieder zu sanieren, als direkt was Gescheites zu bauen. Und eine andere Sache, die fällt mir jetzt gerade noch ein, die halte ich aber für nochmal für ganz wichtig. Ich habe es schon in einem anderen Video gemacht. Wenn ihr euch mit einem Teichbauer zusammentut, dann achtet darauf, dass dieser Teichbauer als Generalunternehmer fungiert und nicht, wie das so einschlägige Praxis ist bei so Fertigteichanbietern, die dann sagen, ja, du musst die Baugrube bereitstellen, du musst das Verfüllen selber machen und die dann da einen Fertigteich hinstellen, mit dem Kran irgendwo noch ablassen und im Grunde für das Funktionieren der Gesamtanlage und auch für, ich sage jetzt mal, den ordnungsgemäßen Aufbau bist du als Auftraggeber verantwortlich. Denn da liegt eigentlich das Hauptrisiko bei diesen Fertigteichen, sie so hinzustellen, dass nachher auch alles passt. Und nochmal, ich persönlich bin auch der Meinung, dass Fertigteiche nicht wirklich die optimale optische Variante sind. Meistens, also die Fertigteiche, die ich bisher gesehen habe, haben immer daran gekrankt, dass die Ränder zu hoch waren, dass man den Rand nicht schön kaschieren konnte. Also dass man wirklich sah, dass es sich hier um einen Becken handelt und deswegen wäre ich auch da vorsichtig. Ich bin ein großer Freund davon, dass man Teiche baut, indem man eine Grube aushebt, betoniert und mauert und dann mit einer PE-Folie, mit einer Low-Density-PE-Folie das Ganze verkleidet. Dann kann man eine wunderschöne Randgestaltung machen, ist wahnsinnig flexibel auch an die Gegebenheiten, die du in deinem eigenen Garten hast
Und das sind aus meiner Sicht wirklich die schönsten Teiche. Ja, abschließend sei auch noch mal darauf hingewiesen, es gibt ja nun mal ein Regelwerk für den Bau von Koi-Teichen. Das nennt sich die gute fachliche Praxis des Koi-Teichbaus und der Koi-Haltung. Da ist wirklich alles bis ins Kleinste, ja mittlerweile ist es wirklich bis ins sehr detailliert beschrieben, worauf man heutzutage achten muss, wie man bauen muss, damit es eben dieser guten fachlichen Praxis entspricht. Und diese gute fachliche Praxis kannst du, wenn du einen neuen Teich bauen willst, bei mir käuflich erwerben. Die ist auch gar nicht so teuer. Das heißt, wenn du so ein Projekt machst und wenn du sagst, ich habe hier einen Teichbauer, dann tu dir selber den Gefallen und investiere die paar Euro. Verglichen mit den 100.000 Euro, die du für den Teichbau investierst, ist das wirklich eine Art Zusatzversicherung, damit dein Teichbau nicht in die Hose geht. Und auch dazu nochmal zu den Preisen, denn das ist auch ein kleiner Indikator. Nach meiner Auffassung kostet ein gut gebauter Koi-Teich pro Kubikmeter ungefähr 1.000 Euro. Jetzt sagst du vielleicht, boah, ist das viel Geld, ich will das aber viel billiger haben. Natürlich, man kann da abspecken, aber wenn man es wirklich nach der heutigen guten fachlichen Praxis, also nach der von 2018 macht, dann bist du ungefähr bei dem Betrag. Und das gilt ab Koi-Teichen von 20 Kubikmetern bis hin zu Koi-Teichen von 100 und 200 Kubikmetern. So, und das sind so ein paar Anhaltspunkte. Und ansonsten wirklich ruf mich an, frag mich, das kostet nichts, diese telefonische Beratung. Mir ist wichtig, dass wenn du einen Koi-Teich bauen lässt, dass der vernünftig ist, denn der soll ja die nächsten 20 Jahre Freude machen und nicht Grund für Ärger und Frust werden und vor allen Dingen für tote Koi. Und auch dazu nochmal, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Natürlich gibt es viele Varianten und viele Wege, die nach Rom führen, aber es gibt eine, die garantiert immer funktioniert und es gibt viele, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Und dann ist es halt wirklich schade um das schöne Geld und vor allen Dingen, wir haben ja eine Verantwortung für Lebewesen und der müssen wir meiner Meinung nach auch nachkommen. So, das war's mit diesem Beitrag. Wenn du meinst, dass dieser Beitrag auch für andere interessant ist, dann freue ich mich, wenn du diesen Beitrag teilst, denn der Koi-Teichbau ist wirklich die Basis für das ganze Thema erfolgreiche Koi-Haltung. Und das ist egal, ob es um Euro-Koi oder um Japan-Koi geht. Denn keiner, der in irgendeiner Form Koi halten möchte, möchte Geld zum Fenster rausschmeißen, indem er zu hohe Stromkosten hat oder zu hohe Tierarztkosten oder beides. Und insofern macht euch da bitte ein bisschen mehr schlau. Im Zweifel verschiebt den Teichbau um ein Jahr, damit ihr wirklich nur einen Teich baut und nicht wie so viele, inklusive meiner Person, die mindestens drei gebraucht haben, bis es dann halbwegs in Ordnung war. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.